Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Dying Light: The Following. Und bevor wir jetzt anfangen, muss ich ganz ehrlich mal sagen, will ich die Map einfach mal erkunden und Spaß haben mit euch. Mal gucken, was man so Schönes machen kann. Geht das noch nicht? Okay, das habe ich scheinbar noch nicht gelevelt. Man kann die eigentlich exekutieren, nachdem man die einmal kurz weggetreten hat. Oh oh, das ging aber mal gar nicht gut. Weg mit euch. Also die Karte ist ja wirklich riesig. Es gibt so viel zu sehen hier einfach. So, und ich habe ja mal gesagt, es ist wirklich eine Schande, wenn man sich das angucken muss, wie Medipacks hergestellt werden. Aber das will ich euch natürlich trotzdem mal zeigen, weil ich euch ja lieb habe. So, und zwar Entwürfe. Da müsst ihr ein bisschen runtergehen und dann findet ihr eigentlich auch schon Medipacks, nämlich hier. Ja, das waren dann schon mal zwei. Das waren dann nochmal zwei. Und das waren dann nochmal zwei. Und aus diesem Grund mache ich das nicht während der Aufnahme. Das war der Grund. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Wenn ihr dann so 50 Medipacks machen müsst, kann das schon echt nervig sein für die Zuschauer. Und allgemein auch als Spieler ist es echt nervig. Deswegen stelle ich die Geschwindigkeit mit der Cheat Engine dann gerne mal auf 5-mal oder so ähnlich. Autsch. Ja, das sind dann so die Gründe dafür. Wenn man hier hoch könnte, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Und falls das ein bisschen klackert, ja, ich verwende eine andere Tastatur, meine aktuelle Tastatur. Was heißt aktuelle? Es ist ja nicht mehr meine Tastatur in dem Sinne. Sie ist leider im Arsch. Deswegen muss ich mit dem Teil hier aushalten. So, mal gucken. Aber ich wette, wir finden eine Möglichkeit, ordentlich Spaß zu haben. Von daher nehme ich das gar nicht so dramatisch auf. Zaps. Man muss hier eigentlich ständig springen, deswegen ist es dann echt mal nervig. Neuer Ort auf der Karte markiert. Okay, sehr schön. Mal gucken, dann nehmen wir ich mal wieder diesen. Versuchen Sie den Einheimischen zu helfen. Treffen Sie Bilal an der Tankstelle. Na, mal gucken, wie weit das sein muss. Also wir haben ordentlich was zu latschen. Das ist jetzt das Problem an der Sache. Vielleicht ist die Tankstelle auch um die Ecke. Wenn wir Glück haben. Ich kann es euch nicht sagen. Mal schauen. Na, da ist schon mal eine Tankstelle. Ach so, stimmt. Man kann mit dem Auto ja auch zur Tankstelle fahren dann wahrscheinlich. Na, was hat der gute Bilal für uns so zu erledigen? Was wir machen können? Das würde ich mal gern wissen. Deine Preise sind mehr als fair. Sie sind unfair. So, wer hat denn jetzt hier gerade das Sagen? Also er schon mal nicht. Okay. Entschuldigung, gehört dir der Laden hier? Nein, nein, nein. Hey, Nuri, alles in Ordnung. Hier bitte. Ich bin Bilal, das ist mein Bruder, Nuri. Kyle Crane. Freut mich, dass, oh, sorry. Was kann ich für dich tun, Kyle? Ich habe gehört, dass die Einheimischen hier und da Hilfe gebrauchen könnten. Ja, Sia hat gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe schon viel von dir gehört. Sieh mal, ich versuche nur den Leuten in der Stadt zu helfen. Du hilfst den Infizierten. Mir musst du das nicht erklären. Ich verstehe das. Mein Bruder wurde vor 2 Monaten gebissen. Vor 2 Monaten? Und er hat sich nicht verwandelt? Ich konnte es auch nicht glauben, aber er ist immer noch der, der er immer war, im Gegensatz zu diesem Wrack. Schau nur mal auf die Pinnwand da vorn. Ja, sie hat nicht gelogen. Wir brauchen jede Menge Hilfe. Och nö. Ich muss gestehen, ich bin neidisch auf deinen Wagen. Hab schon lange kein funktionierendes Auto mehr gesehen. Vorschlag, wenn du ihn von Zeit zu Zeit herbringst und mich einen Blick drauf werfen lässt, werde ich ihn etwas tunen und noch ein bisschen pimpen. Na, das ist ja schön. Dann sind wir hier scheinbar bei Pimp My Strand Buggy gelandet. Wenn du hilfreich sein willst, solltest du gut drauf aufpassen. Ich bin kein Mechaniker. Dann ist es gut, dass wir miteinander reden. Ich habe da was für dich. Es wird eine lange Fahrt, aber ich verwette meine linke Hand, dass es sich lohnt. Auf einem Highway steht ein verlassener Silas Truck. Schick ihn kurz durch und wenn du nützliche Ersatzteile findest, bringst du sie mir. Geil. Aber immer doch. Ach so, er ist der Quartiermeister. Okay. Nice. Gegenstände auf Lager. Ach so, das kann ich alles annehmen. Sehr schön, das mache ich doch. Landmine, ja, gib alles, was du hast. Ich kann alles gut gebrauchen, außer diesen dämlichen Schild. Da habe ich leider keine Verwendung für. Hey. Noch ein kleines Extra. Okay, die ganzen Sachen. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Wenn es euch interessiert, worum es genau geht, wir werden es ja eh sehen, dann haltet einfach an und guckt euch das eben an. Ja, werde ich annehmen. Also, wie gesagt, falls ihr es lesen wollt, ich habe einfach nicht so die Lust, das alles vorzulesen. Dann lest es euch durch.
Ich werde es etwas lassen. So, dann muss aber auch gut sein. Gläubige. Und hier gibt es noch einiges an Rennen zu erledigen. Rennen? Ja. So, aber bevor wir jetzt irgendwas an Rennen annehmen, mal gucken. So, was hat Bale denn noch so Schönes zu sagen? Bilal, was hat's mit diesen Rennen auf Bilal. Sich? Ich habe ein paar seltsame Plakate gesehen. Oh Mann, mittlerweile vermisse ich das Dröhnen eines anständigen Motors mehr als fließendes Wasser. Ich war mal ein Champion, weißt du? 5-mal sogar. Aber hey, du hast mich auf eine brillante Idee gebracht. Hör zu, ich drehe hier noch durch. Jeder ist dauerdeprimiert. Lass uns doch ein wenig Spaß haben, okay? Wie meinen Sie das? Lass uns ein paar Motoren zum Rühren bringen. Ich habe mir alles genau überlegt. Du wirst der nächste Champion. Naja, ein wenig Ablenkung wäre tatsächlich gut. Genau, also reparier deine Karre und tank sie auf. Dann fährst du zum Strand vor der Stadt. Gib mir ein Zeichen, wenn du in der Nähe der Pizzeria bist, okay? Jo, geht in Ordnung. So, mal gucken. Scheiße, der Strom muss weg sein. Prämienauswahl, tägliche Prämien, Lieferdienst, reguläre Prämien. Na toll. Ich nehme mal alles an. Also wir können grundsätzlich alles annehmen. Dann werden wir es unterwegs auch, denke ich mal, bewältigen. Also das sind quasi so Sachen, die man unterwegs erledigen kann. So, bin jetzt mal gespannt, ob das alles hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Okay, es gibt wirklich noch einen. Das war dann aber alles. Okay. Lösen Sie sich mal. Okay. Hey, ein Entlader. Schöne Entwurfsidee eigentlich. Können wir denn irgendwo handeln? Scheinbar nicht. Müssen wir erstmal so klarkommen. Aber diese riesige Schrift hier regt mich langsam wirklich auf. Es geht einem ja echt auf die Nüsse, wenn man das immer im Bild hat. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Ach, da vorne ist ein Händler. Da vorne, genau. Da oben. Da hat sich einer hier oben doch echt eine Bude gebaut. Eigentlich richtig schlau, wenn man so will. Schlägertyp. Sehr schön. Säbel, Jagdschrot. Oh, es gibt eine Jagdschrotflinte. Was habe ich denn noch alles verpasst? Handsäge. Ja gut, vielleicht dann doch nicht. Kompositenpistole, brutales Beil. Feldmachete, wildes Säbel. Wilder Säbel, Entschuldigung. Sprengpfeile, dadam, 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 dadam. Ja, Pfeile kann ich immer gebrauchen, das kann ich auch gebrauchen. Das. Jo, alles kaufen, alles gut. Weiter geht's. Jetzt mal gucken, was wir unterwegs so machen können. Komm schnell her, es ist wichtig. Was muss ich denn jetzt schon wieder machen? Wieso muss ich gleich zurück? Ach Herrgott, nochmal. Was willst du denn? Was genau muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali. Er ist am Kraftwerk. Ohne sie kann er nichts machen. Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom. Das heißt, wenn er vorher keinen gewischt kriegt. Manche Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weicheier. Ich habe mal gesehen, wie ein Typ versucht hat, eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen, während der Strom an war. Ja, klingt nach Ali. Er meint es aber gut. Also, hör mir zu. Och, zwei nee. Dinge stehen auf deinem Plan. Nummer 1. Wie gesagt, bring ihm die Sicherung. Nummer 2. Wir brauchen eine funktionierende Isolierung. Sonst knallt die Sicherung durch, sobald er den Schalter drückt. Er meint, die alten halten noch. Aber ich bezweifle das. Okay, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir laufen zum Auto zurück und versuchen mal mit dem Auto zur Tankstelle zu kommen. Das sollte dann doch mal vollgetankt sein, wo er uns das nette Angebot schon gemacht hat. Wobei ich mich echt frage, ob der Sprit noch reicht. Ich glaube ja eher nicht, aber man kann ja hoffen. Hoffnung gibt es ja immer. Und das Auto steht da hinten irgendwo. Ja gut, vielleicht, wenn wir Glück haben, könnte das noch klappen. Na gut, dann jetzt erstmal ab zum Auto. Lösen Sie sich mehrmals hintereinander sofort aus Umklammerungen, ohne selbst getroffen zu werden. Ach so, ja, das ist diese Fähigkeit, die wir haben. Ich versuche mal, ob das klappt.
Ach, so müssen wir das machen. Ja, das geht ja noch. Das ist ja relativ leicht. Ach so, mehrmals hintereinander. Okay, dann ist es nicht mehr so leicht. Ohne selbst getroffen zu werden, inwiefern gilt das denn? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das muss ich mit einem einzigen Zombie machen. Da brauche ich dann einen Freiwilligen. Okay, sobald man geschlagen wird, ist die Prämie wieder weg. Na, dann mal gucken, was wir für andere Prämien nehmen können. Prämien, Bergziele, nicht fallen, klettern. Ich liebe den Boden. Fallen lassen, töten. Moment, was? Rennen oder gehen? Okay. Ich komme hier nicht mehr weg. Ein Glück gibt's ja den Wurfhaken. So, wir müssen also ein paar Zombies töten und rennen. Ja, das geht ja noch. Dann machen wir das mal eben. Es ist ja wirklich nicht schwer. Das sammelt man ja quasi ohne überhaupt irgendwas dafür zu tun. Diese Prämien sind cool auf jeden Fall. Weg mit dir. Komisch, dass es so von der Hand ging. Richtig cool eigentlich. Also wir müssen die Prämien anwählen, das heißt, wir können die nicht automatisch quasi erledigen, während wir was anderes machen. Wir müssen schon extra uns auf die Prämie fokussieren, also auf die Sache, die zu tun ist. Das ist schon mal ein extremer Nachteil, würde ich jetzt vorsichtig mal behaupten. Klettern. Klettern statt kettern. So, mal gucken, wie gut wir damit zur Tankstelle kommen mit dem Auto. Es ist ja nicht mal unbedingt so fahrtüchtig. Ja, jetzt müssen wir schon etwas sparender fahren, obwohl ich gar nicht weiß, ob das möglich ist, ab zur Tankstelle. Schild umfahren. Schön, dass das geht. So, und ich glaube, sofern man jetzt nicht aufs Gaspedal drückt, also W quasi, kann man doch ehrlich ein bisschen sparen. Und sehr schön, dass die Selbstmörder uns auch nicht töten können, wenn wir im Fahrzeug sitzen. Das ist wundervoll. So, mal gucken. Schön, dass das hier so ein wundervoller Abhang ist. Also ich muss es wirklich schnell zur Tanke schaffen. Also was heißt schnell? Nein, aber bevor das Benzin alle ist. Ja, ich weiß, dass das Benzin gleich leer ist. Kann man das Auto im Notfall auch irgendwie schieben? Alter. Hör mir auf den Sack zu gehen. So, wie tanke ich? Wie tanke ich das Auto jetzt? Ich finde es schön, dass man so viel Munition mitnehmen kann für die Knarre. Und sie bringt vor allen Dingen auch mal was. Töten. Heilen. Schaffe ich schon. Boah, 40 Zombies töten ist jetzt echt keine Herausforderung. Ich sollte mir trotzdem was anderes überlegen. Als die Knarren. Hundertprozentig praktisch ist es nicht immer, mit den Dingern umzugehen. So, schnell mal reparieren. Tot. Tot. Ah, da liegt schon wieder ein bisschen was. Na, mal gucken, was ich damit machen kann. So. Flasche mit Benzin. Also ich kann, wie es scheint, Benzin so mitnehmen. Von beiden Seiten geht's nicht, okay.
Bams. Das hätte jetzt aber gedauert. Da kommen ja quasi meine Punkte schon direkt zu mir. Ist ja toll. Hm, da war noch ein bisschen was. Und hier ist noch Geld. Na gut, das bringt jetzt aber nicht so viel. Den habe ich gar nicht gesehen. Na komm her, komm her, komm her, du Kleiner. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Hoffentlich können wir uns die Prämie noch irgendwie... Ach ja, stimmt. Ich muss ja auftanken. Entschuldigung. So. Ein ganz volles Auto ist dann doch noch ein bisschen besser. Benzin benötigt. Ja, haben wir denn noch mehr? Ich glaube nicht. Aber zumindest können wir das Teil unterwegs auftanken. Ist schon mal ein enormer Vorteil. So, ich will hier auch nicht zu viel liegen lassen, aber... Naja, alles kann ich auch nicht mitnehmen. Es nervt halt einfach, wenn die ganze Zeit nur am Collecten ist. Weiß man dann auch nicht so richtig, was man sagen soll. So, dann nimm mal mit hier. Zack. Und weiter geht die Fahrt. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ach ja, zu diesen beiden Sachen, genau. Jo, das können wir ja machen. Nur würde ich jetzt fast schon vorschlagen, wir laufen. Auch wenn es ein bisschen weiter ist, wir laufen. Einfach aus Kulanz. So, der Spaß geht weiter. Einfach um diese kleine Bonus-Dingens zu kriegen. Diese Herausforderung zu schlagen. Naja, da waren zumindest schon mal zwei Punkte an derselben Stelle. Und das heißt schon mal was Gutes. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Was mich echt stört, ist, dass die ganzen Level noch nicht zu Ende gebracht sind. Suchen, leer. Ja, wir haben leer gefunden, das ist doch toll. Sonst stand da eigentlich immer, was man gefunden hat. Wenn es leer war, wurde das ein bisschen anders angezeigt, glaube ich. Hat Dying Light so an sich. Und da oben auf dem Highway, wo es... ich schon, dass das Ding da ist. So, und zwar hier zwischen. Mal gucken, ob das gut geht. Da höre ich jetzt wieder irgendwelche Leute. Oh shit, sorry, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Was du nicht sagst, du mieser kleiner Dieb. Beruhig dich, es ist nicht, was du denkst. Ich war nur auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen Wagen, ich wollte nichts stehlen. Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du gerne welche kaufen. Jacob Graves ist mein Name. Kyle Crane. Angenehm, Kyle Crane. Und jetzt hör zu. Diese Ersatzteile gehören mir. Wenn du welche willst, verkaufe ich dir welche. Aber für lau gibt's hier nichts. Ah, verstanden. Ich habe doch genug Geld, meine Güte. So, mal gucken, was können wir kaufen? Ich kaufe jetzt einfach mal alles, weil ich's kann. Sehr schön. Schön Geschäfte zu machen. Verkaufen kann ich tatsächlich auch einiges. So, mal gucken, alles... Oh, alles, was unter Dingens hat, unter 600, wollte ich ja wegtun. Feldmachete. Gut, die ist jetzt die Ausnahme. Wir haben tatsächlich nicht so viel, was wir wegtun können. Das Ruder könnte ich noch wegschmeißen, das vielleicht. Und Landminen brauche ich eigentlich auch nicht. Ah, sehr schön, Geschäfte zu machen. Habe ich denn doch alles abgekauft? Tja, wer es abkauft, der kauft es ab. Sehr schön, dass ich den Wurfhaken übrigens nicht verwenden kann. Ist mir jetzt schon eine Freude. Oh Gott. Sehr unpraktisch. Also, wo soll ich hier hoch, bitte? Suchen Sie am Strommast nach einer Isolierung. Unten oder oben? Scheinbar oben. Das verheißt nichts Gutes. Ich wollte hier eigentlich jetzt nicht klettern. Aber wenn das so sein muss, dann muss es so sein. Ja. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, man könnte sich da festhalten, aber tja, wer logisch denkt, der ist leider in manchen Videospielen nicht zu Hause. Damit habe ich den Tod jetzt gerechtfertigt, ja. Aber jetzt mal im Ernst, das ist doch wirklich scheiße. Schön, dass das hier eine Sicherheitszone ist. Also müssen wir den Turm wahrscheinlich in alter Manier einfach hochklettern. Oh, ein Glück, dass du auf dem Auto gelandet bist, das tat ja auch überhaupt nicht weh. Das ist doch einfach dumm, ganz ehrlich. Ach ja, da drüben war das Teil. Na, schaffen wir das in einer Minute? Ich weiß ja nicht. Wenn wir Glück haben.
Auftanken wäre angebracht, würde ich sagen. Na toll! Wir können mal wieder den Wurfhaken nicht benutzen, einfach weil wir es nicht können. Gott, verdammt nochmal! Kannst du jetzt vielleicht mal da hoch? Danke! Wow, das ist ja echt cool. So, und weiter geht's auch irgendwie nicht gerade. Toll. Ach, da drüben. Wie soll ich denn sonst hier hochkommen? So, und jetzt so. Entschuldigung, wegen dem Geklacker. Es geht leider nicht anders zu klettern. Das muss man bei dem Spiel immer beachten. Immer wild die Knöpfe hin und her drücken. Das ist von Erfolg gekrönt. Okay. Sollte ja eigentlich auch anders klappen können. Schön ist auch immer, wenn man dann abstürzt. Das ist dann immer so ein kleines Highlight für mich. Okay, ich hätte wahrscheinlich besser so klettern sollen. Kannst du vielleicht mal... Danke. Ja, schon besser. Oh yeah. Und weiter geht's. Okay, hier scheinbar nicht. Naja, zumindest hochklettern, das kann ich ja noch. Oder? Prämie abgeschlossen. Rennen und gehen. Ach so, ja, das war jetzt gemeint. So, schon mal das. Und die Isolierung ist... leider hier gerade nicht zu finden. Wobei... oh, nein. Das will ich nicht. Ich will nicht abstürzen. Die Isolierung ist... da drüben zu finden, oder was? Och, Mensch. Im Ernst? Die muss ich ja dann gleich alle aufheben, die Dinger. Oder brauche ich wirklich nur eine? Was ist denn mit der hier? Ist das nicht auch eine Isolierung? Na gut, ihr habt ja gewonnen. Wow! Autsch. Ich hätte das eigentlich überleben können. Aber wenn das Spiel das nicht will, dann... tja, dann ist das halt so. Und Isolierung gefunden. So, dann gehen wir jetzt zum guten Ali. 2 Kilometer. Boah, bitte nicht. 2 Kilometer latschen. Das wird lustig. Das machen wir dann im nächsten Part. Okay, dann bis dann. Tschüss.